Also, Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten. Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Alle zu mir! Jetzt! Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht City Hawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es! Flieg schneller! Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Komm schon, bitte. Unternimm was. Okay, Hüter. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Was sollen wir bloß tun? Nichts. Willkommen in einer Welt ohne Licht.
Hüter, da stimmt was nicht. Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gorr. Und dein Licht ist mein. Sieh mal an, hier hat wohl einfach jemand einen Hüter vergessen. Das verheißt nichts Gutes. Gutes Timing. Auf geht's, Leute! Aber warte, wohin geht ihr? Wir verschwinden von hier. Der Falke, er gehört dir. Ich bin Hawthorne. Und das ist Louis, unser bester Pilot. Wie steht's? Kommt ihr mit? Dann brauchst du die hier. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir! Das wird ein langer Flug! All meine Taten. Schenke mir dein Licht. Nimm deinen Platz in meinem Reich ein. Ich und die Rotlegion werden deine wahren Hüter sein. Dominus, die Stadt ist gesichert. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und diese große Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen sie sie als Gott. Dominus. Gorr. Wir haben gemeinsam, du und ich,
für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kalus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotlegion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Wurden wir hergeführt. Ich war nicht mehr so nah am Licht des reißenden Zeitalters. Spürst du es? Halt deinen Helmbund fest. Spürst du es? Das Licht ist zurück. Wir sind zurück. Augen auf, Hüter! Du hast's geschafft. Da schuldet Luis mir wohl Geld. Okay, mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Hüter, die Stadt ist verloren. Zavala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen? Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Hawthorne, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... das. Erkläre es mir. Sprecher. Das Licht lebt überall, in allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich.
Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Vorhutflotte, Hüterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit. Hüterschiff, Zavala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter? Commander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. Man nennt sie die Allmacht, das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers, Dominus Gaul. Gaul hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Nichts und niemand überlebt Gauls Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet.
Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit. Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. Viel dazu, dass hier nichts ist. Begeben wir uns auf eine Anhöhe, damit ich Kates Position orten kann. Schnell, komm her! Ich weiß nicht, wie lange das Portal steht. Kate, was hast du... Stopp! Hör zu, lange Story, aber ich weiß definitiv, was ich hier tue, auch wenn es nicht so aussieht. Vielleicht auch nicht. Egal! Wenn ihr die Stromquelle am Ursprung ausschaltet, komme ich raus aus dem Portalsystem. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag doch was! Okay, beruhig dich. Verstanden, Kate. Aber wie bist du... Oh, verdammte Axt! Hast du mir nicht zugehört? Ob sie ihn wohl deshalb nie aus dem Turm lassen? Hey, runter! Es stimmt also. Das Licht hat zu dir zurückgefunden. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Vex-Teleporter vor? Mich persönlich bei Gorl vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Das Tolle an Vex-Tech, kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich. Solltest du Gorl besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen. Ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Ach, tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören. Und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet. Hey! Mach mal halblang, sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan, aber manchmal... Warte. Zavala sagt, er braucht mich? Das sind die Worte, die Zavalas Mund verlassen haben? Ja, hat er. Bitte sagt mir, ihr habt das aufgenommen. Hat Ikora es wenigstens gehört? Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, danke. Hast was gut.
Nach all den Orten, die ich seit meiner Wiedergeburt gesehen habe, kehre ich hierher zurück. Der letzte Ort, der vom Reisenden berührt wurde. Ich brauche Antworten. Ich stehe hier mit nichts. Ikora, Zavala formiert eine Rebellion und denkt... Was nützt uns eine Rebellion, wenn nur ihr überleben würdet? Ich glaube, diese Gaul-Bestie weiß, dass der Reisende hier war. Ich glaube, er sandte seine Legion, um etwas zu finden, was sie nie verstehen werden. Und ich glaube, sie werden alles zerstören, was uns heilig ist. Es liegt bei dir, Hüter. Vergeude nicht diese zweite Chance. Sag mir, Sprecher, womit verdienen sich eure Hüter ihr Licht? Was ist der Preis einer solchen Macht und Unsterblichkeit? Hingabe. Selbstopfer. Tod. Tod. Erkläre. Hingabe ist der Quell des Mutes. Mut führt zu Aufopferung. Aufopferung führt zu Tod. Also, tu dir keinen Zwang an. Hingabe. Aufopferung. Ich wurde als Außenseiter geboren. Als Schwächling. Wie es bei den Kabalen Sitte ist, wurde ich dem Tod überlassen. Ich wurde von einem alten, in Ungnade gefallenen Lehrmeister aufgenommen. Er sah in mir einen Nutzen. Er zog mich groß, lehrte mich, bildete mich aus. Im Gegenzug sollte ich als Mittel für seine Rache dienen. Gegen das Imperium, das ihn einst verhöhnte, sich selbst verhöhnte. Zurückweisung. Spott, Folter, all das macht mich stärker. Ich wollte nicht nur Anerkennung, ich wollte Ruhm. Hinter meiner Maske, Sprecher, steckt ein Gesicht der Hingabe und Aufopferung. Ich werde das Licht nicht an mich reißen. Das hieße zu scheitern. Und ich scheitere nie. Siehst du nun, warum ich auserwählt werde? Ja, das sehe ich. Ich sehe alles, was du getan hast. Die Operation auf dem Jupitermond war ein Erfolg. Sobald der Käfig fertig ist, haben wir alles, was wir brauchen, um mit der Extrahierung des Lichts zu beginnen. Dominus, die Frucht unserer Arbeit ist hier. Sie gebührt uns. Es braucht nur dein Wort. Nein, nicht so, mein alter Freund. Es ist der einzige Weg. Glaub es mir. Nicht für mich. Was du also sagen willst, ist, wie wir es machen, ist es verkehrt. Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau.
Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr, die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun. Du bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Wir bauen auf dich, Hüter. Zerstöre die Waffen der Allmacht. Eliminiere diese Bedrohung. Und in der Zwischenzeit machen wir uns bereit für einen letzten Lauf durch die Stadt. Das wird Gauls letzter Tanz. Zavalas Truppen gehen schon um die Stadt herum auf Position. Aber sie können nicht angreifen, bis wir das Ding platt gemacht haben. Bereit, wenn du es bist. Gute Arbeit, Colonel. Wie viele waren das? 7 in Folge? Wer braucht das Licht, wenn man einen gefiederten Freund an seiner Seite hat? Richtig? Hab ich recht oder hab ich recht? Ich hab recht. Okay. Ja, das ist der Treffpunkt, an dem ich den Teleporter aufstelle. Zavala und Ikora sollten jetzt an ihren Plätzen sein. Zavala, wir sind in Position. Wir auch. Ikora, bereit, wenn du es bist. Copy. Geht in Deckung. Okay, weiter. Copy.
Wir sind auf dem Weg. Okay. Warum legt ihr Hüter euch alle naselang flach? Wo ist Kate? Wenn er sich an den Plan hält, ist er genau dort, wo er sein soll. Jetzt müssen wir nur noch dich und Ikora hoch zu ihm schaffen. Das ändert die ganze Sache. Überlass das mir. Du geh weiter. Ikora, Kate ist oben. Ich bin unterwegs. Viel Glück. Hüter. Wohl. Der Feind greift die Stadt an und die Allmacht ist verloren. Verloren? Erkläre dich. Verwüstet. Von dem gleichen Hüter, der irgendwie seine Macht zurückbekam und unsere Armeen in diesem verdammten ganzen System demütigt. Du würdest das wissen, aber du verschwendest deine Zeit an eine Maschine und eine Kreatur, die behauptet, mit ihr zu sprechen. Pass auf deinen Ton auf, Konsul. Mein Ton? Ah. Unsere Mission, diese Macht für unser Volk zu sichern, wird scheitern. Zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte der Rotlegion. Ah. Wegen dir und deinen lächerlichen Sorgen. Sieh dir deinen Reisenden an, Dominus. Der Käfig ist fertig, die Zeit ist reif. Nimm, was rechtmäßig dir gehört. Nimm seine Macht. Sag, Sprecher, was will der Reisende noch? Gaul, ich spreche für den Reisenden. Ich habe nie behauptet, er spricht mit mir. Oh! Diese Fixierung ist vorbei. Du wurdest bereits auserwählt. Nicht von einer Maschine. Von mir. Und zwar an dem Tag, als ich dich fand. Vergiss nicht, wer du bist. Was du bist. Du bist Kabal. Kabale warten nicht. Du nimmst das Licht. Tu, was du geschworen hast und gib mir die Rache, die du versprochen hast. Sieh mich an, Schüler. Sieh mich an! Ich werde tun, was ich geschworen habe, alter Freund. Ich bin Gaul. Und das Licht ist mein. Dass dein Reisender dich wieder zu mir schickt. Sieh mich an, Dominus der Rotlegion.
Auslöscher von Sonnen, Vernichter von tausend Welten, Richter von Göttern und Bezwinger des Lichts. Ich bin Gott. Und wurde zur Legende. Siehst du mich jetzt? Ich bin unsterblich. Mein Gott! Du hast versagt. Ich bringe ein neues Zeitalter. Das Licht lebt überall, in allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg.
die Rotlegion attackierte, verloren wir fast alles. Nur ein Wunder konnte uns retten. Das Erwachen des Reisenden. Dies ist unser Neuanfang. Die Karten sind leer. Es gibt keine Regeln mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass wir mehr werden müssen, als wir waren. Diese kleine Ecke im Kosmos ist der einzige Ort, der für immer unser ist. Und das Universum schaut mit gierigem Blick auf uns. Wir haben bewiesen, dass wir Gefahren von jenseits der Sterne besiegen. Doch nun regen sich Dinge unter unseren Füßen, die vom Licht des Reisenden provoziert werden. Unser Krieg hat erst begonnen. Seltsame Felsen, Killerroboter, Leute in Todesgefahr. Echt mal, wirst du es nicht langsam leid? Müdigkeit lenkt vom Wesentlichen ab. Genau wie Beschwerden. Oh, ich hab noch gar nicht losgelegt. Autsch! Oh, jetzt bin ich grantig. Konzentrier dich, Sagira. Greif nach den Sternen, Großer. Fassil! Brauchst du Hilfe? Schon wieder? Geht schon, danke. Nun? Osiris? Was hast du gesehen? Warte mal. Warte. Ich dachte, ich... Oh, Mist. Los! Links von dir. 2 Uhr, mittlere Distanz. Gern geschehen. Weißt du, uns stehen alle Realitäten offen. Und doch suchst du dir immer die aus, in denen auf uns geschossen wird. Hier können wir nicht bleiben. Sollten die Vex erfolgreich sein, ist alles verloren. Sagira, er kann dein Licht sehen. Du musst weg! Nee, nicht ohne dich. Ohne mich gibt's kein Zurück. Wenn ich die Vex nicht aufhalte, spielt das sowieso keine Rolle. Ich mach das für uns beide. Wag es ja nicht! Osiris! Hüter, gut, dass du hier bist. Es gab ein Vorkommnis auf Merkur. Auffallende Berichte der Kultisten, die an diesem Planeten festhalten. Ich ignoriere Verschwörungstheorien eigentlich. Doch einer meiner Verborgenen brachte mir das. Ein toter Geist? Sie ist nicht tot.
Ihr Name ist Sagira. Ich kenne sie schon sehr lange. Wie auch ihren Hüter. Osiris. Der Osiris? Der mächtigste Hüter aller Zeiten? Der Held der sechs Fronten? Der Zavala vor Zavala? Das würde Zavala sicher nur ungern hören. Die meisten Hüter scheuen Osiris' Namen. Er war der einzige Vorhut-Commander, der aus der Stadt verbannt wurde. Und der Mann, der mir zeigte, was es bedeutet, ein Warlock zu sein. Wir fanden Sagira auf Merkur und gleichzeitig stieg die Vex-Aktivität dort exponentiell an. Du denkst, Osiris hat etwas damit zu tun? Ich muss wissen, was passiert ist, auch wenn die Vorhut ihn vergessen will. Als ich mein Licht verlor, hatte ich nichts mehr. Ich war leer. Dann kamst du nach Io und halfst mir wieder auf die Beine. Ich brauche dich wieder, Hüter. Flieg zu Merkur. Nimm Sagira mit. Die Anhänger des Osiris, die noch übrig sind, wissen vielleicht, was das alles bedeutet. Und erstmal bleibt das unser Geheimnis. Ich werfe dich nur ungern von der Mauer. Das war ein Witz, oder? Ja, war ein Witz. Der Reisende hat Merkur in eine Gartenwelt verwandelt. Es war ein Paradies, bis die Vex eintrafen. Die Vex ersetzten den Kern des Planeten mit ihren Maschinen. Wir nennen sie den Immerforst. Ein sich beständig ausdehnendes Labyrinth aus Realitäten. Kein Pfad gleicht dem anderen. Und niemand ist jemals daraus entkommen. Osiris war davon besessen. Willkommen auf Merkur, Hüter. Die Zeichen verrieten mir, dass du kommen würdest. Welch Zufall. Auch wir sind den Zeichen hierhin gefolgt. Und mit Zeichen meine ich Fakten. Auch das ist ein Zeichen. Ich bin Bruder Vance, Anhänger des Osiris, Wächter des Leuchtturms und Orakel der verlorenen Prophezeiungen. Wo sind wir? Merkur? Wie sind wir wieder hier gelandet? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass wir in der ETZ waren, das Ding gefunden haben und dann BAM! Oh, ich fühle mich so komisch, als ob jemand alle Möbel im Haus umgestellt hätte. Und das Haus ist mein Gehirn. Okay, hätte nie gedacht, dass ich das mal frage, aber wer war noch in meinem Kopf? Zugriff auf Arbeitsspeicher. Oh, hattest ja alle Hände voll zu tun. Ohne mich. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Augenblick mal. Da ist noch etwas anderes mit mir hier drin. Kodierte Holobilder. Große. Definitiv Vex. Hör mal, ich kann die Daten nicht entschlüsseln oder das Tor öffnen. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Ikora. Gute Idee, oder? Gern geschehen. Was? Warum habe ich das gerade gesagt? Thank you.
ist Osiris? Osiris und Sagira kamen in den Forst, um Panoptes aufzuhalten. Doch sie sind nicht hier. Wir schon. Nein, nein! Wir werden aus dem Forst gelöscht! Ich kann es nicht aufhalten! Panoptes! Stell dich! Ich blocke ihn, solange ich kann! Schalte seine Verteidigungen aus! Setze die Arkusladung ein! Kann dir freie Bahn auf sein Auge verschaffen, Hüter. Im Immerforst ist abgelaufen. Die Schilde. Thank you.
es nicht entkommen lassen. Folge ihm. Meinen Geist zurück. Der Vexgeist ist vernichtet und damit auch der Weg in eine düstere Zukunft. Und falls du dich fragst, unsere Hüter waren unglaublich. Unsere Hüter? Mein Hüter, du Hüterdieb. Osiris ist schon sehr lange her. Viel zu lange, meine... Ich... wollte Schülerin sagen. Aber... Das Wort wird dir nicht gerecht. Ich hatte andere Lehrer. Zeit. Schmerz. Einen Hüter, der das Unmögliche möglich macht und mir am Herzen liegt. Die Welt hat sich verändert. Wie die Stadt auch. Du könntest mit mir zurückkommen. Nein, ich gehöre jetzt hierhin. Diesmal haben wir die Vex besiegt. Doch viele Gleichungen führen zum selben Ergebnis. Wenn sie jemals eine andere finden. Außerdem, ich habe vieles vorausgesehen. Doch niemals dich. Nun haben wir eine Zukunft. Der Pfad in den Forst steht dir immer offen, solltest du mich brauchen. Oder wenn du reden willst. Sehr gerne. Super. Galaxie gerettet. Ihr seid wieder Freunde. Es gibt neue Helden. Oh, und gern geschehen. Auf geht's, Lichtlein. Wir haben unendliche Realitäten vor uns. Und alle Zeit der Welt. Thank you.
Leben ist eine delikate Sache, Hüter. Hoffnung, Glaube, Liebe. Im nächsten Augenblick sind sie weg. Alles, was du zu beschützen geschworen hast, ist fort. Übrig sind nur Stille und Schatten. Und das Wissen, dass du hättest mehr tun sollen. Hätten wir Gaul besiegen können, wenn der Reisende nicht erwacht wäre? Und was ist mit der nächsten Gefahr? Oder der danach? Was dann? Der Reisende ist erwacht und ein legendäres Zeitalter angebrochen. Im Schatten des Lichts ist unser Universum ein wunderbar schrecklicher Ort. Wo ich einst Wunder sah, sehe ich nun Monster. Einer muss. Wir müssen. Das macht einen Hüter aus. Hüter sollen nicht ihre Vergangenheit erforschen. Das ist die Regel. Ich hab's nicht so mit Regeln. Nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht. Dank der Clovis-Bray-Technologie in dem Gebäude konnten wir im goldenen Zeitalter das System kolonisieren. Sie wollten Frieden für die gesamte Menschheit. Welch Ironie, denn sie bauten auch Rasputin. Die absolut mächtigste Waffe im Solarsystem. Jedenfalls ist das alles seit dem Untergang auf Mars begraben. Mit etwas, das noch viel schrecklicher ist. Erster Ort, an dem die Menschheit dem Reisenden begegnete. Heim der Clovis-Bray-Forschungseinrichtung und verlorener Schätze aus dem goldenen Zeitalter. Dank der Eiskappen blieben diese Wunder jahrhundertelang verborgen. Doch die Rückkehr des Lichts des Reisenden ertönte wie ein Alarm durchs marsianische Eis und erweckte Gefahren, die man lange vergraben glaubte. Die Rote Schlacht ist vorbei, doch Gauls Truppen, was von ihnen übrig ist, brandschatzen auf ihrem Rückzug. Und jetzt, da Kriegssatelliten bei Mars aus dem Orbit fallen, sind die Kabane natürlich auf dem Weg dorthin. Ich berechne einen Landekurs. Das ist der private Vorhutkanal. Idee, hört mich jemand! Vorhutzugangscode 0306. Weg von meinem Eis, du Eis! Hüter fordert Verstärkung an! Wiederhole! Ich brauche hier unten Verstärkung! Diese Frequenz ist für offizielle Vorhutgespräche reserviert. Wer immer du also bist... Ach, Goldig, du hast einen von den verklemmten Geistern abbekommen. Verklemmt? Hier sind die Koordinaten für eine sichere Landezone. Beeilt euch! Okay, aber dafür haben wir einen bei dir gut. Ich würde euch nicht herbitten, wenn es nicht echt notwendig wäre. Die gefährlichste Waffe im System befindet sich auf diesem Planeten und eine Schar-Armee will sie zerstören. Ich brauche eure Hilfe.
ihr habt's geschafft. Scheint dich ja zu überraschen. Tja, waren ja auch echt viele. Aber ihr wart super. Kommt, lasst uns sehen, was sich da drin befindet. Außer Horden gefrorener Schafer steht sich. Hallo, Hüter. Oh, Mist. Was bitte denkst du, machst du da? Hast du irgendeine Ahnung, wie gefährlich das Ding ist? Was wolltest du mit Rasputin anstellen? Rasputin ist Vorhutangelegenheit, Anastasia, nicht deine. Du hast hier nichts verloren. Entschuldigung? Du gehörtest in die Stadt. Doch statt an der Seite deiner Brüder und Schwestern zu stehen, als Ghoul kam, warst du hier und hast getan, was du immer tust. Und was du nie tun solltest. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Ich kam hierher, um die Menschheit zu schützen. Ist das nicht die Aufgabe eines Hüters? Es ist ein Krieg an vielen Fronten. Und man kann ihn nicht nur auf eine Art führen, Zavala. Hör zu. Du willst die gesamte Welt beschützen. Aber das ist unmöglich. Es muss einen besseren Weg geben. Und du denkst, Rasputin ist die Antwort? Er schweigt sich aus. Eine kaputte Waffe. Zu gefährlich, um unbeaufsichtigt zu sein und unberechenbar im Einsatz. Vielleicht stimmt das. Oder er hat einfach nichts zu sagen. Oder, ja, vielleicht haben wir uns nie die Mühe gemacht, ihn zu fragen, was er will. Ich habe keine Zeit, das alles nochmal durchzugehen. Es stand dir nicht zu. Es steht mir zu. Du verstehst die Verbindung nicht, die ich mit Rasputin teile. Hier, ich zeig's dir. Okay. Wir sollten echt herausfinden, wovon das ausgelöst wird. Kann ich euch sagen. Rasputin war nicht das Einzige, das auf dem Mars erwacht ist. Nicht Zoll.
Peter? Peter, wo bist du? Licht sei Dank. Xol ist auf direktem Weg zu Clovis Bray und Rasputin. Wenn Rasputin stirbt, dann ist der Speer auch weg und Xol gewinnt. Na gut. Meine Vorbehalte dem Kriegsgeist gegenüber sind nicht so wichtig wie Xol zu besiegen. Wir zusammen. Was sagst du dazu? Dass es noch langsam Zeit wird. Ich habe noch nie etwas so Mächtiges gesehen. Sei vorsichtig! Das haben wir gemeinsam geschafft. Wir sind jetzt ein Team, Adam. Ein gutes.
Die Bray-Familie machte mich zu einem allsehenden Retter. Während deine Vorhut mich als primitive Waffe benutzen wollte. Doch das endet heute. Ich definiere die Realität meiner Existenz selbst. Ich kann bis zum Rande des Systems und darüber hinaus sehen. Nie wieder wird eine Bedrohung übersehen. Von diesem Tag an verteidige ich die Menschheit zu meinen Bedingungen. Ich bin Rasputin, Hüter von allem, was ich erblicke. Ich bin einzigartig. Was haben wir getan? Keine Sorge. Ist ein Kinderspiel. Kugel habe ich. Mit deinem Namen drauf. Ach, jede Sekunde stirbt mein Partner rein, tritt die Tür ein und killt jeden einzelnen von euch. Und du, mein Freund. Das wird wehtun. Sehr weh. Letzte Worte. Wie geht's deiner Schwester? Revenge. Danke für die Einladung. Was brauchen wir denn für die Party? Das Übliche. Mach doch mal! Ernsthaft? Guck mal. Finde ich jedes Mal wieder krass. Mach noch mal! Später. Vielleicht. Die Insassen gehen die Wände hoch. Zum Glück sind die Hauptarena und die unteren Ebenen noch gesperrt. Aber wenn das Kernsicherheitssystem versagt, wird die Eindämmung ein Problem. Ein ganz normaler Tag im Büro. Okay, Partner, das ist ein K-Drift in 6. Guck mir genau zu und versuch mitzuhalten. Dann auf ins Gefängnis! Hier haben wir ja mal gründlich aufgeräumt, Kinder. Döner für alle. Sieht ziemlich gut hier unten aus. Muss nur noch eine Sache überprüfen. Thank you.
Nein, nein, nein! Kate, er ist verschwunden! Es war kein Gefängnisaufstand, es war ein Ausbruch! Die Schleuse auf Deck 0, das ist der einzige Weg nach draußen, so weit unten. Sie brechen aus! Nicht, wenn ich zuerst ankomme. Ich fühle mich spitze. Hast du das gesehen, Petra? Petra? Hüter? Obwohl, die Funkrelais ist mit dieser spektakulären Landung zerfetzt. Unheilvolle Musik, bitte. Okay, ihr Hübschen. Zurück in eure Käfige. Ich sagte, zurück in eure Käfige! Jetzt bin ich stinkig. Habt ihr wirklich nicht mehr drauf? Hilf mir mal, meine Kleine.
kurz und schmerzhaft. Hey, du. Sitzt meine Frisur? Sprachlos. Wie immer. Oh nein. Ich kann nichts mehr. Es tut mir leid. Hör mal. Das ist nicht deine Schuld. Das kommt davon, wenn man mal nett ist. Sag, Zavala und Ikora. Die Vorhut ist die beste Wette, die ich jemals verloren habe. Seine Witze waren schlecht. Das Timing noch schlechter. Ich wollte lachen. Wollte ich wirklich. Wir hätten da sein sollen. Das ist nicht deine Schuld. Das geht auf Aldrin Sov. Wenn er denkt, dass dies das Ende war, irrt er sich. Es ist der Anfang. Wir werden ihn bekämpfen. Hörst du? Wir alle, jeder Titan, jeder Warlock, jeder Jäger. Wir erobern das Riff im Sturm. Und dann spießen wir den Kopf dieses verdammten Bastards auf seinem Thron auf. Für unser Team. Für Cade. Nein. Was sagst du? Wir sind keine Armee. Wir sind keine Eroberer. Wir sind Hüter. Unser Einsatzfeld ist hier. Unsere Heimat, unser Volk, der Reisende. Das Riff war verloren, als seine Königin verloren war. Wenn ein anderer Sov diesen Haufen Steine haben will, dann soll er... Das ist Cade, von dem wir hier reden. Wenn wir nichts tun, dann ist das... Sag es. Feigheit. Ich will keine weiteren Freunde begraben. Das wirst du nicht müssen. Aldrin Sov gehört mir.
Ja, mich ehrt eure gnädige Zustimmung. Mara Soth, meine Schwester, eure Königin, mag fort sein. Aber sie ist jetzt mit uns. Für immer. Und ihr, meine Freunde, meine Barone, ihr nahmt mich auf, als ich ausgestoßen wurde. Deshalb schenke ich euch die Herrschaft über die Wirrbucht. Geht, bringt den Gefallenen Kabel. In deinem Namen, Vater. Wärest stolz. Die Riffgeborenen lieben ihre Königin. Ohne Zweifel. Liebe schwindet. Aber Hingabe. Die währt für immer. Nicht einer von ihnen hat jemals mehr Hingabe gezeigt als du, mein lieber Bruder. Den Erwachten ist nicht zu trauen. Das wissen wir besser als jeder andere. Gemeinsam können wir unserem Volk das Glück verschaffen, das sie mehr als alles andere verdienen. Ihre Auslöschung. Die Wirrbucht. Ein Grenzland ohne Gesetze, voller Plünderer und Piraten. Mörder wie Aldrin und seine Gefallenen würden gut hierher passen. Wir müssen die Bucht absuchen. Von den gefallenen Camps im Kneiferquell bis zum uralten Erwachtenwachturm am Horizont. Jeden Winkel. Aldrin kann sich vor uns nicht verstecken. Na, wenn das nicht Petra Venge ist, die schlechteste Gefängniswärterin des Systems. Was führt dich in meine zweite Heimat? Fern der Heimat. Du bist wohl auf der Flucht. Hab gehört, du hast die Bucht verloren. Ha. Du hast meine Bucht verloren. Dachte, du brauchst Hilfe, sie zurückzuerobern. Ein Hüter? Oh, und wo, oh wo, ist denn sein Geist? Vergiss den Geist. Da waren zwei Hüter im Gefängnis der Alten, als es fiel. Kate 6 und dieser hier. Wir drei wollen doch alle dasselbe, Spider. Aldrin und seine Barone. Tot. Ah, was schlägst du? Oh, ho, ho, verstehe. Trotz unserer eindeutig beiderseitigen Interessen werde ich das Gefühl nicht los, dass ich den Kürzeren ziehen werde.
Es stimmt. Ich weiß, wo Aldrin und seine Barone sich aufhalten. Ihr tut, was ihr tun müsst. Und als Gegenleistung schuldet ihr mir was. Haben wir einen Deal? Deal. Oh, denen hast du es gezeigt, was? Kleiner Tipp, kenne deinen Feind, bevor du dich ihm stellst. Rex ist warm, der Henker. Ein stummer Sadist. Er war bekannt dafür, Geächteten die Arme herauszureißen. Kanix, der irre Bomber. Die Betonung liegt auf irre. Dieser Explosionsexperte hat einen Knacks weg. Die Gaunerin, Araskis, eine Lügnerin und Intrigantin. Ein Rat, vertraue nichts, was von ihr kommt. Hirax, der Gedankendreher, ein echter Manipulator. Er ist auf morbide Weise von der Schar fasziniert. Yavix, bekannt als die Raserin. Die Anführerin einer Bande moskitofahrender Wilder. Sie verbreiten nichts als Chaos. Der Schütze, Pyrrha, der einzige lebende Gefallene, der den Schuss landen konnte, der Kane sterblich machte. Elykris, die Maschinistin, die Geißel des Solis-Abstiegs. Sie hat ein ganzes Arsenal voller Technologie und schwerer Geschütze, die sie mir gestohlen hat. Der Fanatiker, höchstpersönlich. Vorkrul, Anführer der Barone und Erster des Hohns. Seine dunkle Magie hat keinen Platz in meiner Bucht. Keinen. Zu schlimmer Letzt, Aldrin Sov, Verräter seines Volkes. Der Mann, der den Abzug drückte. Von ihm gibt es zwar keine Spur, aber seine Barone sind reif. Spüre sie auf und erledige sie. So isolierst du Aldrin und kannst ihn finden. Dann musst du nur noch den Abzug drücken.
der gedachten Brühe eine so große Thronwelt erschaffen? Oh. Kate. Eine so große Thronwelt erschaffen. Oh. Okay. Wir müssen abhauen. Dieser Ort destabilisiert sich.
sei stark. Erledigt. Einer fehlt noch. Und dann Aldrin. Es ist... Du bleibst hier. Bitte, für dich ich hier, statt dir. Alle wissen, Dunkelheit lebt hier. Du bist nicht vom Äther, kann dich nicht zurückbringen. Das ist gleich. Ja, Vater, wir dienen immer und warten auf Rückkehr. Geh. Inspiriere und räche deine ermordeten Freunde. Angst hat jetzt keinen Platz mehr, liebster Bruder. Ich habe keine Angst. Natürlich nicht. Oh, oh.
Aldrin. Deine Opfer sind unvergleichlich. Du blicktest in den Abgrund, verbeugtest dich vor falschen Königen und ertrugst unzählige Betrüge. Du wurdest gedemütigt, eingesperrt, manipuliert, besessen. Und doch gabst du alles auf, weil du liebst. Bitte, Bruder, wirst du für mich durch die Hölle gehen, noch ein letztes Mal? Ja. Gut. Dann lass es uns beenden. Auch das Paradies ist ein Gefängnis, wenn man nicht gehen kann. Befreie uns. Du kannst dich sehr glücklich schätzen, mein Auserwählter zu sein. Du hältst ein Stück eines Gottes in deinen Händen. Unsere Erlösung steht kurz bevor. Nur Licht und Dunkelheit vereint können diese Welt wieder für mich öffnen. Sehr gut. Mach weiter. Befreie mich!
Mara? Aldrin. Du tapferer, ergebener, armseliger Narr. Danke. Ah!
Glückwunsch. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wo ist meine Schwester? Sie ist nicht hier, Aldrin. Und wenn sie es wäre, dann wäre das hier viel leichter. Dann ist das also die Abrechnung. Warte, nicht so. Schau ihn dir an, er ist besiegt. Auch nach allem, was er getan hat, können wir nicht... Du hast keine Ahnung, was er getan hat. Wenn Kate hier wäre, wüsste ich, was er tun würde, Hüter. Du auch? Ja. Was würde der berühmte Kate 6 tun? Du hast seine Waffe. Und somit wohl das letzte Wort. Alles, was ich tat, tat ich für sie. Witzig. Wie schmal der Grat zwischen Licht und Dunkelheit doch ist. Weißt du, auf welcher Seite du stehst?